Ich will auch keine Hilfe, du sollst. Gebrochen. Ja, das ist auch eine gute Idee. Brich du mal ab. So. Freunde, in dieser Folge. Achso, in der Fahrschule immer schön da hinten gucken, ne? Denk dran. Genau, ein Traum wird wahr. So, oh, die feiern Geburtstag. Mann. Ja, Freunde, in dieser Folge. Boah, scheint die Sonne. Warte, falsche Sonnenbrille. Jetzt geht's wieder. So, in dieser Folge erzähle ich euch mal ein bisschen da was darüber, wie man die Hände so in der Fahrschule haben halten sollte. So, und wenn ich jetzt mal reagieren soll, Achtung, Hände so im Lenkrad, das ist auch total geil. Das sind zwei unterschiedliche Welten, weil in der Fahrschule geht es ja darum, dass der Prüfer immer sieht, dass du die Hände ordentlich am Lenkrad hast. Ja, und wie das Ganze so aussieht, das zeige ich euch gleich. Also immer schön aufpassen. Oh, nee, das schaffe ich nicht. Nee, besser war. Also Freunde, ihr müsst euch das Ganze so vorstellen in der Prüfung. Es ist erstmal wichtig, dass wenn man sich den Sitz eingestellt hat, das zeige ich euch mal, also so, dass man, wenn man normal sitzt, wenn man sich angelehnt hat und sitzt, dass man die Handflächen hier drauflegen kann. Dass wenn man mal, pass mal auf, mach die Kamera an, wenn man mal schnell reagieren muss, dass man so machen kann. Okay, wichtig. Die Handballen, die Dinger, müssen ungefähr so hier drauf. Dass ihr immer, wenn der Prüfer mal sagt, rechts, mal links, der sagt das ja relativ fix hintereinander, dass ihr dann gut reagieren könnt, dass ihr nicht dann so, wisst ihr, sondern so sitzen, zack, Handballen hier drauf und dann locker. Ja. Jetzt ist das aber so, wenn manche sich den Sitz einstellen, dann sieht das ungefähr so aus. Warte. Ach so, und wenn es euch gefällt, ne? Liken. Und abonnieren. So, und wenn ich jetzt mal reagieren soll, Achtung! Das klappt super! Und zurück! Oder den gibt's auch, warte. So im Lenkrad, das ist auch total geil. So. Lalala. Oh, ein Hindernis. Und zurück! Ja, nee. Die berechtigte Frage ist ja, was bist du denn für einer? Für eine, kein Diskriminieren hier. Also es gibt ja die, haben wir ja gerade gesehen, die hier, dann gibt es die hier. Also ich bin einer, und das sage ich euch ganz ehrlich, ich fahre so. Keine Ahnung warum, das muss wohl genetisch sein. Ja? Also eine Hand hier oben. Die andere am Schalthebel, falls er mal abfällt oder so. Ich weiß nicht, warum er da ist, aber ich mache halt so. Und dann fahre ich so. Und wenn ich dann in die Kurve fahre, mache ich dann halt so. So. Und wenn ich zurückfahre, halt dann so und dann fahre ich wieder so. Besser wäre, ich würde so fahren, ne? Wisst ihr ja, wie am Anfang. Achtung, dass man die Handflächen hier drauflegen kann. Aber manchmal vergesse ich das auch. So. Aber ihr ja nicht. Jetzt ist die Frage, was seid ihr für ein Typ? Man merkt das also später ja auch und auch in der Fahrschule. Und der Prüfer, ja, der sieht das ganz gerne, wenn ihr das so macht, wie wir am Anfang, beide Hände da oben. Es kann mal passieren, dass sich die Hände so ein bisschen runterrutschen, aber hauptsächlich sollten die so sein, wie ich euch das gerade gezeigt habe. Also, dass man mit den Handballen oben aufs Lenkrad kommt und dann so, ja, manche sagen da Viertel vor zwei, also so, wisst ihr, uhrzeittechnisch, wie die Uhrzeiger so stehen. So, 10 vor 2, so, ja, das wäre ganz gut, dann kommt ihr damit eigentlich locker durch die Prüfung und der Prüfer sieht auch, dass ihr das Fahrzeug im Griff habt. Später müsst ihr halt schauen, was ihr da, welche Sorte, zu welcher Sorte ihr gehört. Ich, habe ich euch ja gezeigt, ich fahre dann halt immer mit einer Hand da oben. Ist auch nicht ganz ideal, ideal wäre es halt so, wie wir besprochen haben. Ja, zu welcher Kategorie gehört ihr? Könnt ihr gerne drunter in die Kommentare schreiben. Ansonsten, andere Seite. Ansonsten da, abonnieren und den Rest der Videos könnt ihr euch auch reinziehen. Nicht vergessen, ich hab euch lieb, passt auf euch auf. Mama, I like to love you, love you. Give my name.